So, nochmal ein kurzes Erklärungsvideo für Kirschli. Warum sollst du Geld bezahlen? Ja, ganz einfach, weil Zeit anderer Menschen Geld kostet. Wann habe ich mir dir anhangen, dass ich für dich hier gratis arbeite? Du frisst morgens Brötchen und lässt dich dafür bezahlen. Du klaust meine Sachen und lässt dich dafür bezahlen. Du laberst den ganzen Tag nur irgendwelches doofes Zeug über Leute und lässt dich dafür bezahlen. Ja, und ich soll mir jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde deine Probleme anhören? Du willst mich von irgendetwas überzeugen? Ist doch wohl völlig normal, dass ich dann sag, ja, es sind nur deine Regeln. Schickst mir vorher mal ein bisschen Geld, dann kriegst du deine 30 Minuten oder 60, je nachdem, was du dir leisten kannst. Du bist jetzt ja offiziell Arbeitsloser, Bürgergeld, Künstler. Ich verstehe hier die ganze Fragestellung nicht. Warum sollst du bezahlen? Warum soll ich für dich umsonst irgendwie meine Zeit verschwenden? Machst du doch auch nicht. Alles, was du da im Netz produzierst, dafür hältst du die Kralle auf und lässt mit deinen ganzen Jammer aufrufen immer die Kohle von anderen Leuten auf dein Konto kommen. Also ich verstehe es wirklich nicht jetzt ohne Scheiß. Du hattest doch über 100 Leute, die dir an den Lippen hingen und das alles ertragen haben, was du da so von dir gegeben hast. Hier, wir haben doch monatelang, 8 Monate lang haben wir dir doch die Stange gehalten und waren immer für dich da, kostenlos, gratis, rund um die Uhr. 100 Leute, die dich supportet haben. Du fandst das doch scheiße, du bist doch gegangen. Du hast doch gesagt, woanders ist es doch viel besser. Ich verstehe das echt nicht. Also, liebe Leute, was ist hier los? Ja, fürchterlich. Ja, gewöhn dich einfach dran. Es gibt keinen auf der Welt, der für dich gratis arbeiten wird. Wozu? Machst du doch auch nicht. Also, warum sollte ich damit anfangen? Ja, und wenn du natürlich hier dieses Telefon hinter mir anrufen möchtest, na klar, dann musst du genau wie alle anderen deine Nummer anmachen. Und du brauchst dieses Telefon nicht anrufen, auch mit deiner Nummer nicht, bevor du nicht Kohle überwiesen hast. Ich habe das doch in einem anderen Video schon erklärt. Es gibt doch nichts zu besprechen zwischen uns. Also von meiner Seite jedenfalls nichts. Ich habe dir erklärt, lieber Kirschli, ich muss das ja mal so in deinen freundlichen Worten packen, es ist ja nur eine Farce, es ist ja nur eine Oberflächlichkeit. Liebe Leute, liebe Kunden, liebe Blase, du meinst es ja gar nicht so. Du meinst, haltet alle die Fresse und schickt mir euer Geld. Das ist das, was du meinst. Das ist das, was du sagst, was du tust. Es läuft alles, egal was du tust, läuft immer auf diesen Punkt hinaus. Ich bin das Opfer. Hate und Mobbing. Ich werde mich sofort ändern. Ich habe das jetzt verstanden. Wie oft hast du das gesagt, dass du irgendetwas verstanden haben willst? Jeden Tag, jede Woche, mehrfach und eine halbe Stunde, eine Stunde drauf geht es wieder mit Beleidigung los, immer wieder dasselbe, immer wieder die gleiche Kinderkirmes, immer wieder sind die anderen schuld, die ganze böse Welt ist daran schuld, dass du so elendig vor dich hin vegetieren musst. Nein, das Endprodukt deiner künstlerischen Ader, das ist der Lohn des Künstlers, was dir das Publikum entgegenbringt. Das ist doch genau das, was du bestellt hast. Du kannst dich doch nicht immer nur beschweren und sagen, ich möchte hier nur die Rosinen fressen, also muss auch mal eine Scheibe Brot bei. Das ist so. So, ich sehe das nicht ein, dass ich meine Zeit für dich verplemper. Ich bin ein alter Mann, 60. Du, letztens wollte mir erst doch ein Künstler mich umhauen, umtreten. Ich kriege ja gar keine Luft und solche Sachen. Ich muss meine Gesundheit schonen. Das kostet alles Geld. Ich brauche Tabletten, ich brauche Cremen und solche Sachen. Ich kann mir das nicht leisten, durch Nordrhein-Westfalen zu fahren und anderen Leuten, für die ich fast umsonst gearbeitet habe, die mich anschließend dafür noch beschimpfen und beim Arbeitsamt anscheißen wollen, das Taxi auch noch bezahlen von meinem Geld. Ich kann mir das auf Dauer gar nicht leisten. Also da bitte ich um Entschuldigung, dass ich da vielleicht ein bisschen empfindlich bin. Für meine Freunde und alle Menschen, die mir am Herzen liegen, bin ich jederzeit erreichbar. Jederzeit. Gratis und kostenlos. Ja, aber für Fremde? Kirsti, ich bitte dich. Wir sind doch Unternehmer. Wie gesagt, wenn du mit mir reden willst, ich nehme mir die Zeit. Ich habe die Zeit für dich. Gar keine Frage. Das ist bei mir Kundenbetreuung. Was ist los? Selbstverständlich habe ich Zeit für dich. Du musst es dir nur leisten können.
Also überleg dir gut, ob es irgendwas gibt, was du mit mir besprechen willst, was 25 oder 50 Tacken wert ist. Ja. Aber du bist ja auch sparsam im Moment, ne? Ein bisschen sparflammig. Ich glaube, du willst dir das so gar nicht leisten. Es gibt aus meiner Sicht, und das tut mir auch tatsächlich leid, weil ich mit vielen Leuten die Hoffnung hatten, dass wir dadurch, dass wir dich also mit Samthandschuhen angefasst haben, dass wir vielleicht doch hinbekommen, dass du ein besserer Mensch wirst. Ja, aber du hast ja wieder unter Beweis gestellt, dass das nicht so ist. Du stellst jeden Tag unter Beweis, dass du nicht therapierbar bist. Ich glaube, selbst ein Psychologe würde an dir verkacken und sagen, Alter, das geht nicht. Es geht nicht. Weil du bist ein kleiner, dicker, eigentlich würde ich jetzt sagen, ekelhafter Egoist. Ich lasse das ekelhaft mal weg. Aber ich finde schon ziemlich ekelhaft, was du da so manchmal getan hast, davon ab. Also eigentlich gehört es da rein. Schau in den Spiegel und nimm einmal mit zum Kotzen. Ja, dein Knacksack. Du musst dich ändern. Die Welt wird sich nicht ändern. So sieht's aus. Wie gesagt, 25 € Fuffi, das sind meine Tarife. Ich schreibe dir auch eine Quittung, wenn du möchtest. Na, so, tschüss. So, muss ja auch alles wegen Finanzamt und so, ne?